meine Damen und Herren. In dieser Opposition geht es heute um konkrete Schäden, um die konkreten Sicherheitsbedenken, die wir als Staat haben, konkrete Verantwortung, die wir gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern haben und deshalb, welche Stellung wir in der Welt einnehmen müssen. Und der Regierung geht es um, naja, das reine moralische Prinzip, was aber dazu führen wird, dass wir halt Einfluss verlieren, unsere Sicherheit gefährden und letztendlich, wenn wir Pech haben, sogar unsere Soldaten dabei draufgehen, weil wir Informationen, Geheimnisse preisgeben, die nicht veröffentlicht hätten werden sollen. Deshalb sagen wir ganz klar, wenn wir uns überlegen müssen, wo die Abwägung getroffen werden soll, dann soll die Abwägung getroffen werden zugunsten von denen, die das Interesse Einzelner, nämlich der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, im Blick haben. Okay. Was haben wir also von Seiten der Regierung die ganze Zeit gehört? Sie haben zwei Sachen gesagt. Einmal, wir brauchen den Diskurs in der Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger können den Diskurs nur führen, wenn sie jegliche Informationen haben. Und sie sagen, naja, die Informationen, die veröffentlicht werden, sind ja auch total wichtig, deswegen werden sie überhaupt veröffentlicht. Und sie sagen irgendwie, ja, das ist auch moralisch für uns total toll und wird es auch in der Welt sozusagen als die liberale Demokratie so darstellen, wie wir es sozusagen gerne hätten. Aber da sagen wir, dass wenn wir also über diesen Diskurs sprechen, dann fragen wir uns zwei Dinge. Erstens, können wir nicht auch über die Thematiken sprechen, ohne konkrete Informationen preiszugeben? Das war zum Beispiel das Beispiel mit, wir können den Leuten erklären, wir müssen uns sagen, mehr engagieren im Ausland militärisch, ohne sagen zu müssen, wir entführen Terroristen in Pakistan, um rauszufinden, welche Anschläge sie planen. Ja? Also wir glauben, dass Einzelpersonen, in dem Fall zum Beispiel die Whistleblower, die moralische Entscheidung für sich treffen würden. Ich finde das schlecht, dass da Leute gefoltert werden oder entführt werden und es deswegen veröffentlichen, ohne aber abzuwägen, was das für den Staat, also und zwar für die gesamte Bevölkerung, für den Rest der Bevölkerung bedeutet. Da hat die erste Opposition richtig gesagt, dass immerhin der Staat und die Gremien demokratisch gewählt sind, die also sozusagen die Möglichkeit haben, hier überhaupt legitime Entscheidungen zu treffen, der Einzelne aber nicht. Aber darüber hinaus glauben wir, dass die sozusagen die Ziele, die wir als Staat haben, nämlich Freiheit, Gleichheit in unserem Land, nämlich die liberalen Werte, und die Sicherheit nach außen gegenüber anderen Staaten sichern müssen, und zwar langfristig sichern müssen. Und dazu haben wir unterschiedliche Verhaltensmöglichkeiten. Wir sollten innerhalb unseres Landes gegenüber der eigenen Bürgerinnen und Bürger natürlich uns so verhalten, dass wir sie nicht unterdrücken, dass wir sie nicht ausspionieren. Und wenn wir das tun, dann nur zur Strafverfolgung und zur Bekämpfung von Verbrechen, ohne aber konkret diese Bürgerinnen und Bürger zu beeinträchtigen. Weil die Regierung hat die ganze Zeit gesagt, irgendwie, wir müssen das veröffentlichen, es ist total wichtig, dass es irgendwie jeder weiß. Aber ich frage euch, wenn die Leute es nicht wissen, haben sie dadurch einen konkreten Schaden? Geht es in ihrem Leben schlechter? Sind wir deswegen keine liberale Demokratie mehr? Dieser Mensch ist nämlich nicht Bürger unseres Staates. Und wir sagen, wir haben viele Verantwortung gegenüber den Bürgern unserer Staaten. Und weißt du auch warum? Weil die Welt außerhalb unseres Staates nämlich keine liberale Demokratie ist. Es geht ja gerade darum, dass wir liberale Demokratie haben, die sich sozusagen gegenüber ihren Werten falsch verhalten. Und wir haben alle anderen Länder, die machen, was sie wollen. Wir haben Terroristen, die machen, was sie wollen und uns möglichst schaden wollen oder zumindest neutral sind, aber auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und wenn wir also sozusagen, deswegen unterscheiden wir das Verhalten gegenüber unseren eigenen Bürgerinnen und Bürgern für unsere eigenen Werte und des Außenverhaltens unserer Regierung gegenüber anderen Staaten, gegenüber sozusagen anderen Gruppen. Und wir machen das im Geheimen, weil wir so unser Bild von der liberalen Demokratie aufrechterhalten können und trotzdem die konkreten Gefahren, die auftreten, die es ja gibt, weil eben Interessen bestehen, die gegen uns arbeiten, die können wir abwehren. Das heißt, wir können sozusagen momentan, also wenn wir es geheim halten, können wir sozusagen irgendwie beides in einer Art und Weise erfüllen. Und zwar mit dem Langzeitziel, dass natürlich auch in anderen Staaten liberale Demokratien nach unserem Interesse bestehen. Es geht uns ja nicht darum, wir möchten ja nicht sozusagen einfach nur Leute foltern wollen. Darum geht es uns ja überhaupt. Die finden das nicht cool oder so. Sondern es geht uns darum, dass wir, wenn diese Leute uns bedrohen, diese Möglichkeit in Betracht ziehen, bis wir es mit Zusammenarbeit schaffen, sozusagen unsere Werte auch zu exportieren. Das ist doch, was Alicia gerade gesagt hat. Es geht darum, dass wir, ich habe mich gerade,
Beispiel Zusammenarbeit mit Regimen, wie sie unsere Sicherheit garantieren, aber gleichzeitig in der Lage sind, demokratische Strömungen zu unterstützen, wenn sie dann auftreten, weil wir sozusagen, das unser eigentliches Ziel ist, das finden wir toll, aber wir können es sozusagen nur verfolgen, sobald überhaupt die Möglichkeit dafür da ist. So. Wenn du deine eigenen moralischen Standards nicht einhältst, wenn du in einem fremden Land folterst, wenn du die Bevölkerung leiden lässt, macht sich das besonders gut auf einem Werbeflyer für Demokratie in den Land? Nein, deswegen sollten wir das nicht veröffentlichen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Gefahr nicht weg sind. Das Problem ist, dass die Staaten uns immer noch nicht wohlgesonnen sind, die Terroristen uns immer noch nicht cool finden und dies aber dann wissen. Ja? Also das Problem ist, dass diese Gefahr nicht verschwindet, nur weil wir die Sachen veröffentlichen. Das heißt, wir blenden die ganze Zeit aus, dass wir konkrete Schäden haben und diese Schäden nicht weggehen. Ja? Dementsprechend, wenn wir es nicht veröffentlichen, dann haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit mehr Einfluss zu nehmen, weil das Kapital, das wir jetzt in der Demokratie haben, ist eben unser Image. Und da haben wir den konkreten Schaden. Ist unser Image nämlich das Image, was wir sozusagen verteidigen, was wir hochhalten, was wir auch durch Geheimaktionen hochhalten. Es ist egal, ob wir es verdienen oder nicht verdienen. Es geht darum, was daraus wird. Und zwar können wir nicht mit diesem Image erreichen, dass andere Leute in anderen Staaten das erstrebenswert finden, das gut finden, Revolutionen starten, uns Unterstützung bitten. Und das wird eben nicht möglich sein, wenn sozusagen der Vertrauensverlust eintritt, indem klar wird, dass wir in bestimmten Bereichen unsere eigenen Werte manchmal verraten müssen. Und deshalb sagen wir auf Seiten der schwierigen Regierung, es ist wichtig, dass Menschen, die unsere Geheimnisse verraten, auch als diese Verräter dargestellt werden, damit möglichst wenige Verrate geschehen, weil wir glauben, dass eben dieser Unterschied zwischen dem Image, was ich nutzen kann in der Welt, also mein Kapital, und der konkreten Gefahrensituation, die ja nicht verschwindet, ausbalancieren muss und deswegen lieber im Geheimen agiere und nicht alles veröffentliche. Vielen Dank.